herzlich willkommen zum heutigen 7-Sachen-Video. Wir fangen direkt an. Meine erste Sache heute, mit der habe ich mich jetzt ein paar Tage beschäftigt, ist meine neue Aufbewahrung für Klartextstempel. Früher hatte ich meine Stempel in einer Box einfach so aus der Packung rausgenommen und hatte sie dann aufrecht stehend in der Box. Die habe ich in einem Regal stehen gehabt, sodass nicht ganz so viel Licht rankommt, weil dann werden sie ja ein bisschen gelb und eventuell spröde. So. Das hier, man sieht schon, dass hier, das konnte ich jetzt auch nicht davor bewahren. Das ist aber ja auch schon ein paar Jährchen alt. Und dann habe ich sie, wenn ich sie benutzen wollte, halt einfach so durchgeblättert und das rausgesucht, was ich meine, dass es passt. Da wir aber mittlerweile fast 100 Stempelsets in DIN A6 haben und ich weiß nicht, um die 40 DIN A7 und ich glaube so 10, ich glaube 8, nee 8 glaube ich sind es genau, in DIN A5, ist es mittlerweile einfach zu unübersichtlich und zu viel. Und ich fing auch an, es fing auch bei mir an, dass ich Sets doppelt habe. Das, was ihr jetzt hier nämlich seht in meiner Hand, das sind die, die ich doppelt hatte. Alle anderen habe ich in diesem wundervollen Ordner, in diesen unterteilten Hüllen, wo genau DIN A6 reinpasst. Und die habe ich bei Amazon gekauft. Link setze ich euch unten in die Infobox. Und ja, da passen die Sets perfekt rein. Und man bekommt alle aktuell bis Nummer, was haben wir hier? Das ist das neueste, 106. Entschuldigung, 1106 bekommt man in so ein Standard DIN A4 Ordner. Ups. Gerade so rein. Es geht nicht mehr ganz zu klicken und auch das rastet nicht mehr ein. Ne? Also eigentlich ist das schon zu viel für einen Ordner. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendjemand von euch alle Klartextstempel besitzt. Also ich denke, für den Normalgebrauch sollte man prima mit so einem Ordner auskommen und die Hüllen passen halt wirklich perfekt. Und das ist mein Tipp für euch für heute. Und weil ich gerade ja dabei war, meine ganzen Stempelsets dann hier einzusortieren, zu gucken, welche ich doppelt habe und so weiter, habe ich mir einen kleinen Mini-Katalog erstellt. Und den habe ich für euch zum Download auch auf die Shop-Seite gepackt. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5 Seiten im Moment. Und hier sind alle Stempelsets abgebildet, jeweils die Artikelnummer noch dazu. Und in dem PDF sind auch die Produkte jeweils verlinkt. Das heißt, wenn ihr hier auf den Titel draufklickt, dann bringt euch das PDF in euren Browser in den Shop. Und das könnt ihr prima als kleine Inventurliste benutzen oder Wunschliste oder was auch immer. Also wenn ihr mögt, könnt ihr euch das gerne runterladen. Und das Ganze findet ihr im Shop, wenn ihr etwas runterscrollt, unterhalb der Kategorien. Hier könnt ihr, da Klartextstempel, hier könnt ihr es runterladen oder auch über Anleitungen und Tipps. Und Tipps und Techniken, da habe ich einen Beitrag erstellt, der Klartextstempel, Katalog Klartextstempel April 2016. Ich werde das regelmäßig aktualisieren, wenn neue Stempel dazukommen. Vielleicht nicht unbedingt jeden Monat, das wird mir, glaube ich, zu viel, aber in regelmäßigen Abständen das Ganze erweitern, wenn die nächsten Stempel herausgekommen sind. Und wo wir gerade bei dem Thema Clearstamps und Klartextstempel sind, habe ich noch zwei Produkte mitgebracht, die perfekt dafür sind. Zum einen, das kennt ihr schon sicherlich, das ist unser Stempel Basics Kit. In dem Kit bekommt ihr das ist eine perfekte Grundausstattung, also ein schwarzes Archival Ink Stempelkissen, ein Clearstamp Block in der Größe 3x4 Inch, das ist eine super universelle Größe, und ein Stempelreiniger mit so einem Schwammkopf, mit dem ihr also dann direkt auf den Stempel gehen könnt und das anschließend noch mit ein bisschen, weiß ich, einem alten Küchenhandtuch oder Mikrofaserlappen dann sauber wischt. Damit bekommt man keine Verfärbungen weg. Stempel verfärben sich mit manchen Stempelkissen, aber man bekommt sie sauber und verfärbt ist nicht schmutzig und der Stempel geht davon nicht kaputt. Das
zweite, eine Neuentdeckung. Das hier ist eigentlich, also das hier, ich habe schon ausgepackt, das ist eigentlich eine Glue-Gun-Matte. Das heißt, eine Silikonmatte, die hitzebeständig ist, die man als Unterlage super nehmen kann für Heißklebearbeiten. Dafür ist sie super, aber sie ist noch für was anderes super. Ich habe ja gerade schon gesagt, das sind tolle Produkte für zum Stempeln. Es ist eine super Unterlage zum Stempeln. Zum einen ist sie halt, kriegt man sie hinterher prima wieder sauber. Aber viel cooler ist, dass die so ein, ihr seht schon hier, so eine angenehme Dicke hat. Und da das Silikon ist, gibt es ein bisschen nach, aber es ist eben kein, es ist eben nicht so weich wie Moosgummi oder so. Und es hilft einfach total, bei Clear Stamps einen noch ein bisschen satteren Abdruck hinzustempeln. Ich bin total begeistert davon. Ich benutze die jetzt nur noch, wenn ich stempel, und lege die einfach drunter. Und ich kann euch das wärmstens empfehlen. Solche Kollektionen für Kinder mit einer Jungs- und Mädchen-Variante finde ich immer richtig klasse. Und das ist jetzt hier Petticoats und Pinstripes von Echo Park. Und ja, man sieht schon Mädchen, Junge. Und da habe ich mir gedacht, die zeige ich euch heute mal. Das ist jetzt zum einen, das hier ist das Collection Kit. Da sind jetzt alle Papiere drin und der große Stickerbogen. Nein, beide großen Stickerbögen sogar. Ich blätter euch mal eben hier die Papiere einmal durch. Auf die Schnelle. Und hier sind die Stickerbögen. Das ist jetzt also, wie gesagt, das Collection Kit, aber alle Teile, die ihr gerade seht, gibt es auch einzeln. Das hier ist dann die Boy-Variante. Das ist übrigens ein Papier hier, das würde ich jetzt nicht unbedingt nur für kleinen Jungs-Layout benutzen, sondern für alles Mögliche. Super, super schönes Papier. Das ist der Alphabet-Stickerbogen und das ist der Element-Stickerbogen. Es gibt dann auch noch Chipboard und Enamel Dots und alles jeweils in diesem Jungs- bzw. Mädchen-Farbschema. Außerdem, was es noch in dieser Kollektion gibt, das habe ich noch schnell mitgebracht, sind Washi-Tapes, weil die gefielen mir besonders gut. Ich habe jetzt nur diese mit dem Text mitgenommen. Das ist einmal hier die Boy-Variante. Mich kann man ja immer mit allem begeistern, wo Worte draufstehen. Ich hätte das mal. Geht das so? Okay, da geht's von vorne los. Fun, strong, boys, awesome und handsome. Das ist die Boys-Variante. Und hier einmal die Girls-Variante. Sweet, pretty, fun, girls, adorable. Ja, das hier sind die Standard Collection Kits, die ja fast jede Kollektion hat, mit einmal allen Papieren und den Stickerbögen. Zusätzlich dazu gibt es noch diese, wie nennen die das? Pocket Page Kits. In den Pocket Page Kits gibt es dann auch jeweils hier zu Boys und Girls. Das hat Echo Park mittlerweile auch in den neueren Kollektionen immer mit dabei. In diesen Pocket Page Kits bekommt man immer vorgeschnittene Project Life Karten, Enamel Dots, Papiere und unterteilte Hüllen. Das sieht man hier alles auf der Vorderseite. Also vier große Bögen, 12x12 Papier. Dann hier die vorgeschnittenen Karten, 3x4 Zoll und 4x6 Enamel Dots. Und
eine Packung Die Cuts. Und das hier sind die 10 Hüllen, die in dem Kit dabei sind. Und zwar jede davon zweimal. Und natürlich gibt es das Ganze auch in der Girl-Variante. Ja, das ist ein kleiner Ausschnitt von Petticoats und Pinstripes von Echo Park. Diese zwei Stempelsets sind ein super Team. Das ist das, schade, steht nicht dabei. Aber es ist ein ziemlich altes, 2012, ziemlich altes Stempelset von Avery L. Mit den Tieren, die so ein bisschen, ja, fast ein bisschen traurig, so Richtung Himmel gucken. Und das Ganze eben mit unserem Unvergessen-Stempelset, dem Klartext-Stempelset für Trauerkarten kombiniert, macht wirklich ganz zauberhafte Trauerkarten, die einfach mal anders aussehen. Ich bin auf die Idee gekommen, wegen Reni, denn sie hat diese tolle Karte bei Instagram, naja, und sämtlichen anderen, von anderen möglichen anderen Seiten, unter anderem glaube ich auch bei uns auf dem Blog, aber ich wollte auf jeden Fall euch an dieser Stelle auch noch auf Renis tollen Instagram-Feed hinweisen, findet ihr unter Kartenwind und ja, da bin ich drauf gekommen, es ist einfach eine ganz tolle Kombination, dieses Stempelset von Avery L. mit den neuen Trauerstempeln von Klartext. So, und dann habe ich hier eine ganz tolle neue Reisekollektion, und zwar ist das Old World Travel von Cartabella. Und das hier ist jetzt das Collection Kit, es gibt noch ein bisschen mehr Zubehör dazu, aber ich wollte euch einfach mal hier so einen ganz schnellen Überblick zeigen. Das sind so richtig schöne Papiere für ein Reisealbum. Und was ich bei Cartabella immer besonders gerne mag, ist die Struktur von dem Papier. Tja, es müsste jetzt Fühlvideos geben. Die Kamera fängt das auch nicht ein. Da ist es so ein ganz mattes Papier und es hat eine ganz leichte Struktur. Und das ist echt sehr, sehr schön. Und in diesem Collection Pack ist auch noch der Stickerbogen mit drin. Aber wie gesagt, es gibt noch ein bisschen mehr Zubehör. Das hier ist einfach mal für eine kleine Übersicht das Collection Kit. Old World Travel von Cartabella. So, und für die nächste Sache habe ich für euch mal die Schnäppchenkategorie bei uns im Shop durchstöbert und habe nach einem Kracher gesucht und ich habe ihn gefunden. Denn dieses Travel Kit von Amy Tangerine ist 50% reduziert, kostet jetzt noch knapp 15 Euro. Und das, was ihr damit bekommt, ist absolut genial. Das war es schon zum Originalpreis. Aber irgendwie, ich glaube, wir hatten eine Falschlieferung. Wir hatten unglaublich viele davon. Und ganz paar sind jetzt noch da. Und sie sind jetzt 50% reduziert. Und ich glaube, wenn ihr seht, was da jetzt drin ist, möchtet ihr ganz schön schnell sein, um noch eins zu ergattern. Nachkommen sie nicht mehr. Also die gibt es nicht mehr. Also wir haben jetzt noch einen Restbestand, eben in der Schnäppchenkategorie. Ihr bekommt in dem Set eine kleine Schere, die man wahrscheinlich sogar ins Flugzeug bekommt. Dafür sind die Klingen eigentlich kurz genug und sie sind abgerundet. Das dürfte kein Problem sein, die mit ins Flugzeug zu bekommen. Das hier ist ein Klebestift. Dann sind hier ist ein kleines Paket mit Labelstickern. Und zwar sind das 3 Bögen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Stickgarn und eine Nadel. Hier 2 Pushpins. Ja, 2 Pushpins mit dem Logo von Amy Tangerine. Dann ein Fineliner von American Crafts. Ein Precision Pen. In der Größe 01. Wir können den ja mal ganz kurz ausprobieren. Ich werde das Set auf jeden Fall behalten. Von daher kann ich das jetzt auch benutzen. Aber das ist jetzt nicht 0,1 mm. Ich würde sagen, obwohl, naja. Vergleichbar finde ich das jetzt eher mit so 02, 03. Okay, auf jeden Fall ein toller Stift.
Dann ein Datumstempel, so ein Roll- und Selbstfärbestempel. Hier ist das, sagen, das hakt irgendwie. Nein, das Stempelkissen war verdreht. So, da, hier oben ist das Stempelkissen drin. Und das heißt, ihr könnt damit auf Reisen ganz prima, schnell ein Datum ins Travel Journal stempeln. Dann ist ein Kleberoller dabei. Der klassische This to That Roller. Nachfüllbar. Mit den klassischen Nachfüllern, die ab und zu mal die Farbe ändern, aber das ganze System ist immer das gleiche. Dann ist hier ein kleiner Tacker dabei. Und das sieht mir sogar nach Standardgröße aus, der Klammern. So, dann geht es hier noch weiter. Und eine Tasche, um das alles. Und auch noch ein kleines, das hat nämlich hier noch einen Boden, den man herausdrücken kann. Das und ein kleines Travel Journal mitzunehmen. Ja, das ist das. Wo ist das Schild? Ach, das war hier draußen. Das ist das Amy Tangerine Travel Kit von American Crafts. Bei uns in der 50% Reduziert-Ecke. So, und für die letzte Sache für heute habe ich schon mal alles auf den Tisch gelegt, damit wir hier gleich ein schönes Bild noch machen können für das Cover von dem Video. Aber die letzte Sache ist ein ernstes Wörtchen, dass ich mit euch reden muss. Nein, es ist so, dass ich habe ja mal am Anfang gesagt, dass ich diese Videos eigentlich relativ stressfrei für mich halten möchte und mich noch gar nicht so richtig festlege, wie oft das kommt. Es hat sich aber doch eine Regelmäßigkeit eingeschlichen, die mir mittlerweile so ein bisschen Zeitdruck macht. Ich habe irgendwie angefangen, die jetzt immer dienstags zu drehen, mittwochs zu veröffentlichen, und es gibt aber auch mal Dienstage, an denen ich es irgendwie doch gar nicht schaffe zeitlich, und dann fängt es an, stressig zu werden, und ich möchte das verhindern, dass das stressig wird mit den Videos, und deswegen befreie ich mich jetzt von dieser Verpflichtung, dass das 7-Sachen-Video am Mittwoch kommt. Es kann auch mal sein, dass es nicht wöchentlich kommt. Es kann auch mal sein, dass 2 in einer Woche kommen. Ich werde das jetzt wirklich ein bisschen mehr davon abhängig machen, was ich zu zeigen habe, und nicht Montag hektisch anfangen, mir Sachen zusammenzusammeln, um das Video voll zu bekommen. Denn manchmal gibt es ja auch nicht viele Neuheiten in einer Woche, manchmal gibt es sehr viel. Und deswegen mache ich das jetzt ein bisschen flexibler. Zweite Sache dazu, ich bin im Mai im Urlaub und ich werde für die Zeit vielleicht, hoffentlich, ein paar Videos vorproduzieren. Ich weiß nicht, was in dieser Zeit, in der ich weg bin, so neu in den Shop kommt. Deswegen. Und habt ihr natürlich auch noch gar nicht da und kann euch das nicht schon vorab filmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, für die Videos, die ich jetzt vorproduziere, es werden 2 oder 3 sein, je nachdem, wie viel an Ideen zusammenkommt, möchte ich euch bitten, dass ihr mir in die Kommentare von diesem Video schreibt, welche Artikel ich euch mal zeigen soll aus dem Shop. Also so in 1 bis 2 Minuten Clips, so wie ihr das hier kennt von den 7-Sachen Videos. Es geht nie richtig in die Tiefe. Ich zeige euch Sachen schnell. Ich kann euch auch mal so 1, 2, 3 kleine Tricks zeigen. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sehen möchtet, welche Produkte. Es muss auch nicht unbedingt ein Produkt sein. Ihr könnt mir auch Fragen stellen. Soll ich euch mal irgendwas erklären? Also, schreibt einfach rein, was euch interessiert, und wenn genug zusammenkommt, werde ich diese Videos dann entsprechend für die Zeit, in der ich im Urlaub bin, vorproduzieren. Okay, also, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem 7-Sachen-Video. Wir sehen uns nächste Woche, wahrscheinlich. Ich bin jetzt ja nicht mehr festgenagelt auf den Mittwoch. Lasst euch einfach überraschen, wann das nächste 7-Sachen-Video kommt, und spätestens dann sehen wir uns. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, und hinterlasst unbedingt unten einen Kommentar, was ihr euch wünscht. Also, bis dann!